Eine weitere Möglichkeit einer Berigo-Nymphe ist mit einem Hotspot. Das möchte ich euch hier zeigen. Ich habe hier einen 14er Jig-Haken, 3,5 mm Tungsten, 3 mm Bleidraht. Mache ein paar Wicklungen, nicht zu viel, 5, 6. Schieb den hoch und fixiere wieder das schön im Winkel mit dem Bleidraht. Dann kommt eine Bindeseite nach Belieben. Bei mir ist es wieder Rusty Brown. Kann auch Olive sein, kann Orange sein. So, Blei fixieren. Nach hinten fahren. Auch hier nehme ich wieder eine von einer Hechelfeder ein paar Gramm. Meistens verwende ich Grizzly. Wer möchte, dass sich das Schwänzchen ein bisschen mehr aufspreizt, macht hinten eine Wicklung mehr, hält es drauf, einmal drum anziehen. Und dann diese kleine Erhebung anfahren. Lässt man los, geht sie schön auseinander. Wieder nach vorne und die Hecheln bündig mit dem Bleidraht abschneiden. Es gibt saubere Übergänge. Ich fahre wieder nach hinten, dann nehme ich ein Stück Fire Orange UTC, geht auch jede andere Bindeseite, dopple sie, und fixiere sie nach hinten. Schön. Sauber arbeiten, das ist wichtig. Bindefaden zwischendurch aufdrehen. Einmal nach vorne. Wieder zurück. Nicht bis ganz nach hinten. Jetzt nehme ich diese Bindeseite. Ich mache meinen Tag immer etwas breiter, als ich ihn wirklich will. Einmal, damit er besser hält, und zweitens, dass ich ihn mit dem Körper genau einmessen kann. Zur Rippung nehme ich ein Stück Metallic Stickgarn, das ist der hier. Man kann auch Draht verwenden, dann aber bitte nicht zu dick, weil sonst trägt es auf. Auch den binde ich hier ein, ziehe ihn bündig und jetzt fahre ich mit der Bindeseite nach hinten und entscheide, wie groß mein Tag sein soll. Tipp von mir, es ist ein Tag, es ist nicht ein Teil des Körpers. Das heißt, macht ihn dünn. Die Wirkung ist wirklich größer, als wenn man da einen viel zu breiten Tag macht. Dann forme ich wieder meinen Körper. Aufdrehen nicht vergessen. Fahre nach hinten bis hier. Ich will einfach einen konischen Körper. Das ist einfach, wenn man immer wieder nach hinten, nach vorn, nach hinten, nach vorn und dann immer weniger. So.
Ich muss auch berücksichtigen, dass ich noch den Thorax mit einbinde. Darum wechsle ich den Körperfarben jetzt schon. Bei mir sind die Thoraxe meistens dunkel, sprich schwarze Bindeseide. Hat sich einfach beim Fischen bewährt. Abschneiden. So ein Garn auch ein bisschen verdrehen, dann wird er schön schlank. Und wenn ich vorne bin, einmal mit dem Bindefaden drum, abbinden. Da das nachher lackiert wird, hält das auch viele Fischbisse aus. Jetzt forme ich den Thorax. Man kann ihn auch sehr dünn halten. Hier guckt noch ein bisschen Kupfer raus von der Körperwicklung. Ich bin immer ganz vorne zwischen Thorax und Tungstenperle ab. Dann rutscht es am wenigsten. Eins, zwei, das genügt. Abschneiden. Auch hier verwende ich wieder Loom. Ich möchte keinen dicken UV-Lackkörper haben. Ich möchte es einfach lackieren. Lasst euch Zeit dabei. Schaut, dass ihr den Körper schön abdeckt. Nach Möglichkeit nicht wie jetzt ich gerade die Hecheln auch noch lackieren. Kommt aber vor. So. Und durch das Drehen verteilt sich der Lack schön gleichmäßig. Und dann mit der Taschenlampe den Lack aushärten. Seht ihr hier hinten den Tag? Vorne schön dunkel. Das Spiel im Wasser ist ziemlich groß, auch wenn es sehr wenig ist. Und ist sehr, sehr wirksam. Ich mache einen Überlack, ganz einfach, damit es schön glänzend bleibt und länger hält. Dafür nehme ich diesen Essence Quick Dry, weil das Wort Quick Dry hier wirklich stimmt. Halte das drauf, drehe einmal drüber, schaue, dass ich den Lack verteile. Auch hier wieder, während dem Trocknen drehen, bleibt es relativ gleichmäßig. Der braucht wirklich nicht lange, dann ist er fixiert. Und zum Austrocknen nehme ich einen Korken hier drauf. Und die Dinge können in Ruhe austrocknen und sind auch noch dem Licht ausgesetzt. Viel Spaß!